Hoppala! Und das ist natürlich etwas, was nicht sein sollte. Sturz, Vira, Sturz, Pesco. Und zwar wo? Bei der Getränkeaufnahme von Dorothea Vira. Движение грузовика, четверо отбежали в сторону, а один споткнулся в вязком песке и нога его попала под заднее колесо грузовика. Андрей, конечно, этого не видел, потому что это был подъем, лобовое стекло видно только небо и верхняя часть горы. И о случившемся узнал только по прибытии на бивак. Конечно, сразу же там, этот случай был подвержен рассмотрению спортивных комиссаров. И организаторы, конечно, наше удивление, приняли очень жесткое решение дисквалификации экипажа с гонки.
Auf David Gleicher. Eine Passage haben wir noch. Wenn er durch die durch ist, dann können wir eigentlich schon fast den Sektkorken ganz vorsichtig rausschrauben. Er muss ein bisschen lenken und dort abgewiesen. Unglaublich! Was macht er denn hier? Verliert er so den Olympiasieg? Durch diese Passage, 35.000stel. Das gibt es doch nicht. Was macht der Loch hier? Der rote Balken. Nein, Felix, nein! Er liegt auf der 12. Position auf der Hero-Maschine, ist damit klar der Beste aus der Abordnung von Speedbrain der Mannschaft. Rechts, wenn du rechts, nicht, also jetzt nicht, aber für die Zukunft, wenn du rechts zur Seite gehst. In den Helm getrötet bekommen, wenn von hinten ein Schneller da überholen möchte. Und dann muss man sich halt entsprechend einreihen. Andrea Peteronzell. Damit springen wir wieder zurück. Der hat heute ordentlich Boden gut gemacht und ist auf Rang 33 in der Gesamtwertung. Haben wir den Wegpunkt jetzt erwischt? Da hinten muss er irgendwo sein. Nein, er hat sich ja schon eingeloggt. Wir können also weiterfahren. Wir sind natürlich zwei Brave, immer schneller sein als der andere. Wir sind miteinander aufgewachsen und wir haben wirklich eine unbeschwerte, wenn auch ein bisschen wilde Kindheit erlebt. Einzelkämpferwertung ohne Mechaniker und Assistenz. Für den ist das heute Abend also täglich Brot. Während Harry Hunt eine Mechanikerstab im Hintergrund. Wenn Harry ein Motorrad fährt, dann legt er sich fast immer auf die Nase und baut immer böse Stürche vor, die wir gefunden haben. Ein Unfall gestern für Hunt in seinem Peugeot. Das Ganze allerdings unbeschafft, erfolgversprechend war, man weiß es nicht. Buggy aus der amerikanischen Bacher-Szene, gebaut von Damien Jeffries, mit einem neuen Chevrolet LS7 Corvette-Motor ausgerüstet. Three contact. He hit the Mahindra. Yeah. And that was... which Mahindra? Oh, that's Verline. So that's why he's in the pits. And now, out of the race in his debut. That's a real shame for Verline. Oh, that's not going to help. That was anger. I think he's literally broken it there. But Pascal Verline, a great... So Sims goes to the outside. Da Costa's on the inside. Sims has a big locker. Da Costa locks up as well. But why is Sims going to the... It's a... So the collision is not, they both locked it up coming into turn one.